Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, die Timelinks seht ihr gleich. Das ist erstmal die letzte Prognose vor der nächsten Länderspielpause, auf die wir uns alle richtig top freuen. Wir lieben einfach Länderspiele. Ja, danke fürs Reinschalten auf jeden Fall und los geht's mit dem ersten Spiel Bochum gegen Osnabrück. Viel Spaß dabei und danke fürs Reinschalten. Bochum und Osnabrück sind beide sehr gut in die Saison gestartet. 4 Punkte stehen da nach 2 Spielen zu Buche. Osnabrück schlug am vergangenen Wochenende sogar Hannover 96. Das vielleicht eine der größten Überraschungen der ersten beiden Spieltage. Aber der VfL Osnabrück hatte keine Lust auf ähnliche Überraschungen. Und so gingen sie früh in Führung durch Robert Jule in der 4. Spielminute vorbei an Philipp Kühn. Der VfL Osnabrück hatte daran zu knabbern. Wir sind schon kurz vor dem Seitenwechsel. Jetzt mal ein Auftritt der Gäste Taffazofer mit dem Abschluss. Aber wirklich gefährlich wird es dabei nicht für das Gehäuse von Manuel Riemann. Trifft den Ball eher suboptimal und dann geht er eben am Kasten vorbei. Im zweiten Durchgang aber der VfL Osnabrück von Beginn an hellwach. Einwurf auf der rechten Seite, Amenido. Bringt die Flanke und das ist Sebastian Kerk. Der Neuzugang mit einem Kunstschuss. 50. Spielminute zum Ausgleich für den VfL Osnabrück. Es war in der Folge ein ausgeglichenes Spiel. Keiner hatte wirklich die großen Akzente noch auf seiner Seite, sondern eben ein sehr offener Schlagabtausch. Der VfL Bochum aber mit etwas mehr Körnern am Ende des Tages. Zoller setzt sich da über rechts durch. Flanke auf den zweiten Pfosten. Da ist Tarsis Bonga. Und der markiert den entscheidenden 2:1-Treffer per Kopf in der 84. Spielminute. Bogenlampe, dann sehr spitzer Winkel. Sieht nicht ganz gut aus, was Kühn da macht, aber Tarsis Bonga macht hier den entscheidenden Treffer. So gewinnt der VfL Bochum dieses Duell mit 2:1. Osnabrück aber hat sich richtig gut geschlagen. Der SV Sandhausen duelliert sich mit dem FC St. Pauli daheim im BWT-Stadion extrem gerne, denn da ist der FC St. Pauli schon häufig unter die Räder gekommen. Der SV Sandhausen in den weißen Trikots im ersten Durchgang auch spielbestimmend die erste Möglichkeit hier durch so einen Fehler von Himmelmann, der dann aber im Verbund doch geklärt werden kann. Zwei Spieler schmeißen sich da direkt rein und verhindern dann den Rückstand. Vor der Pause noch einmal der SV Sandhausen, gute Druckphase, der Elf von Uwe Koschinat. Diekmeyer legt zurück. Nathai, schöner Pass zu Kevin Behrens und der macht in der 43. Minute das 1:0. Um ihn ranken sich noch Wechselgerüchte, wird da bis zum 5.10. bleiben, man weiß es nicht, aber jetzt macht er hier erstmal den Treffer aus spitzem Winkel. Himmelmann nicht unbedingt glücklich. Und der FC St. Pauli tat sich weiterhin extrem schwer gegen seinen Angstgegner Sandhausen. Und die Sandhäuser jetzt wieder. Caterruel und Behrens erneut im Erscheinungsbild hier aufgetaucht. Knappe Kiste. Das 2:0 wäre denkbar, wenn nicht sogar hochverdient gewesen. St. Pauli wachte spät auf, aber noch rechtzeitig. Stand ja nur 1:0. Sebastian Olsson. Und die Flanke ist perfekt getimt für Rico Benatelli. Der trifft aber nur den Pfosten. Diesmal haben sie Pech im Abschluss gegen Heidenheim. Am letzten Sonntag war es genau andersrum. Nachspielzeit. Vielleicht der Lucky Punch zum 1:1. Noch einmal Rico Benatelli, aber er verfehlt das Gehäuse. Und so bleibt es am Ende bei diesem 1:0, das sich der SV Sandhausen auch durchaus verdient hat. Zum Ende wurden die Braun-Weißen deutlich besser, aber sie sind eben zu spät aufgewacht und waren vor dem Tor diesmal nicht effizient. Annehmbarer Start beim 1. FC Heidenheim, beim SC Paderborn hingegen ist man doch ziemlich enttäuscht gewesen, nach 2 Spielen mit 0 Punkten dazustehen. Aber beim 3:4 gegen den HSV hatten sie zumindest ihre Offensivstärke wiedergefunden und das auch hier gegen den 1. FC Heidenheim gut umsetzen können. Am Samstagmittag Heidenheim, das 4:2 beim FC St. Pauli verlor, eigentlich gut spielte, aber die Treffer eben nicht erzielen konnte und dann anfällig waren hinten
vor dem eigenen Kasten. Doch lange brauchte sich da der gemeine Heidenheimer-Fan nicht aufregen. 16. Spielminute, Konstantin Kerschbaumer mit dem 1:1 hier im Doppelpass, legt sich das so halb mit selbst auf und schießt ein. Noch 10 Minuten bis zum Seitenwechsel, Kontermöglichkeit Heidenheim. Kerschbaumer mit sehr viel Platz. Ein Problem des SC Paderborn ist eben die Verteidigung von Toren. Und hier bekommen sie es wieder nicht geregelt. 38. Minute, Kerschbaumer. Eine sehr ähnliche Situation. Wieder geht der Ball da rein. Und Singerle ist zumindest auch ein Stück weit mit ins Boot zu holen. Der zweite Durchgang dann eher langweilig bis in die 76. Minute. Da machte dann nämlich Patrick Schmidt alles klar. Noch ein Eigentorschütze gegen den FC St. Pauli. Gegen die Braun-Weißen am vergangenen Sonntag. Jetzt macht er seinen Fehler wieder wett, so gut es eben geht. Und macht das 3:1. Der SC Paderborn wollte am Ende nochmal wieder rankommen. Okorodji machte keine glückliche Leistung gegen den HSV, keinen guten Eindruck, aber den Schuss mit seinem schwächeren rechten Fuß verzieht er dann auch am Tor vorbei. Es blieb am Ende bei diesem 3:1, das verdiente Resultat. Heidenheim dreht den Rückstand und hat damit 6 Punkte nach 3 Spielen. Paderborn hingegen liegt immer noch bei 0 Punkten. Niedersachsen-Derby in Hannover. Eintracht Braunschweig war zu Gast in der HDI-Arena und es war ein turbulentes Spiel, ein wahnsinniges Spiel. Hannover 96 kommt direkt in der Frühphase nach vorne und erzielt nach 3 Minuten das erste Tor. Marvin Ducksch staubt ab, steht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Haraguchi scheitert noch an Dornebusch, aber Ducksch ist aufmerksam. Und Braunschweig drohte hier überrollt zu werden. Hannover 96 mit unglaublicher Offensivpower quergelegt. Haraguchi, was für ein Tor. 10. Minute, 2:0 für Hannover. Der ist super getroffen und Dornebusch kommt da nicht mehr ran. Einfach perfekt platziert. Keine 20 Minuten gespielt. Wieder Hannover 96. Muroja wird da nicht angegriffen. Spitzerwinkel macht gar nichts. Es lief einfach alles bei Hannover. 19. Minute. 3:0 und es wirkte tatsächlich so, als würde das hier ein Derby-Debakel geben, aber wir haben da ja einige Spiele in den vergangenen Jahren, was Derbys angeht, noch in ganz andere Sphären abdriften sehen. Und hier wurde Braunschweig dann in der 35. Minute belohnt dafür, dass sie sich nicht aufgaben und nicht nur Schadensbegrenzungen betrieben, sondern auch endlich nach vorne mal was zustande brachten. 35. Minute, Suleiman Abdullahi und immer noch nicht Pause. 3:1 eben nach 40 Minuten. Eintracht Braunschweig wieder nach vorne, diesmal auch spielerisch richtig artistisch. Yassin Ben Balla bringt Eintracht Braunschweig tatsächlich vor der Pause noch wieder auf einen Rückgegentreffer an die 96er ran. Zweiter Durchgang, Hannover 96 hatte jetzt auch wieder nach vorne mal etwas anzumelden. Aber Dornebusch konnte diesmal etwas dagegen ausrichten. 70. Minute. Das 4:2, damit die Entscheidung nochmal vertagt. Hannover wollte es jetzt aber endgültig fix machen. Doch Dornebusch war auf dem Posten und hielt auch in der 77. Minute den Ball noch einmal fest, beziehungsweise klärte ihn zum Eckstoß. Aus dem resultierte nichts. Braunschweig jetzt aber wieder ein bisschen mit dem Wissen, etwas verlieren zu können. Dabei liegen sie ja zurück und eine Standardsituation von Kaufmann getreten, kann es dann vielleicht richten. Fabio Kaufmann von der linken Seite, nicht schlecht reingebracht, Kopfball, Abdullahi, aber kein Problem für Michael Esser. Und danach geschah nichts mehr, Hannover 96 bringt dann dieses 3:2 über die Runden. Zwischenzeitlich sah es wirklich so aus, als würde Eintracht Braunschweig komplett den Bach runtergehen. Sie haben sich stabilisiert, aber unter dem Strich, diese verschlafenen 20 Minuten am Anfang waren einfach zu viel. Holprige Saisonstart für Regensburg und für den Karlsruher SC. Sie warten beide noch auf den ersten Sieg und Regensburg in der Continental-Arena wirkte nervös daheim. Djuricin mit dem Ballgewinn und Gay, der muss es machen, der muss es machen! Der macht es aber nicht. 20. Minute. Wenn man solche Dinger nicht verwandelt, dann wird es auch eben schwierig mit dem Spielegewinn. Der KSC war aber zumindest wach. Regensburg dann aber auch nach vorne unterwegs. Diese Situation gerade wirkte etwas erweckend. Das ist Schneider, 23. Minute. Naja, immerhin mal ein Abschluss in Richtung des Gehäuses. Aufs Tor kam der
Natürlich nicht. Zweiter Durchgang, der KSC diesmal mit einer Standardsituation. Aber es war wirklich kein Spektakel. Regensburg zuletzt gegen Darmstadt mit einem 0:0, davor 1:1 gegen Nürnberg. Und der KSC hat gegen Bochum zuletzt 0:1 daheim verloren. Und es wurde dann beim Spiel vorher gegen Hannover 96 auch nicht von Erfolg gekrönt. Also, wer holt sich hier vielleicht die ersten 3 Punkte? Halbe Stunde ja noch zu spielen. Jerome Gondorf drückte jetzt erst bei den KSC nach vorne und den SSV Jahn Regensburg in die Defensive. Meier pariert, das war eine richtig gute Reaktion. Hatte auch schon gegen die Lilien einige starke Szenen. Die letzte Aktion gehörte aber dem SSV Jahn Regensburg. Makridis und Jan-Marc Schneider findet nochmal Gimba. Und Gimba macht es selbst nicht schlecht, aber nicht gut genug für Gersbeck. Der hält den Ball fest und damit auch das 0:0. Somit warten beide Mannschaften nach 3 Spieltagen immer noch auf den ersten Sieg und ja, auf weitere Tore. Der Hamburger SV war die einzige Mannschaft, die mit 6 Punkten nach 2 Spielen einlaufen konnte. Der FC Erzgebirge Aue aber immerhin hat er auch 4 gesammelt. Erstes Spiel gewonnen, zweites Spiel unentschieden. Aber gegen die Rautenelf war Aue doch deutlich unterlegen. 8. Minute Simon Terodde, der den Rekord von Sven Demant am vergangenen Montag bereits knacken und überholen konnte, setzt hier den nächsten rauf und baut diesen Rekord aus. Der HSV spielbestimmt gut. Aue nach vorne wirklich gar nicht zu sehen. Sie schafften dadurch eben auch keine Entlastung aufzubauen und dadurch das Gehäuse von Martin Mennl wirklich fast in Dauerbeschuss. Nur wenige Augenblicke später der HSV wieder im Ballbesitz und wieder geht's nach vorne. Stark von Naray. Simon Terodde legt quer auf Winzheimer. 2:0, 24. Minute. Vollkommen verdient. Der FC Erzgebirge Aue hier teilweise in der Defensive überfordert. Jetzt vielleicht mal etwas Entlastung im zweiten Abschnitt. Pascal Testroth und um einer bringt da hier die Erzgebirger wieder ran. Aber Heuer Fernandes hat etwas dagegen. Doch der HSV hatte weitestgehend alles wieder im Griff. 10 Minuten noch bis zum Ende. Winzheimer und Duziak, der auch klasse spielte gegen Paderborn. Diesmal macht das dann selber. 3:0, alles geklärt in diesem Duell im Volksparkstadion. Weitere Tore sollten nicht fallen. Der HSV spielt also das erste Mal in dieser Saison auch zu Null. Wichtig für Heuer Fernandes und der FC Erzgebirge Aue verliert das erste Spiel in dieser Spielzeit. Holstein Kiel trifft auf Fortuna Düsseldorf und Düsseldorf, sie rackerten sich ab beim Sieg gegen Würzburg. Spätes Tor durch Kownacki, dann ein gehaltener Elfmeter. Das sollte hier ein bisschen flüssiger vonstatten gehen, aber Kiel hat gegen Paderborn gezeigt, dass sie es mit den Bundesliga-Absteigern durchaus aufnehmen können. Aber hier war Düsseldorf besser. Marcel Sobotka, nicht unbedingt fürs Toreschießen so bekannt, trifft hier aber aus kurzer Distanz und macht das ganz souverän. Kiel aber nicht chancenlos, mal eine Standardsituation. Fabian Rehse am ersten Pfosten steigt hoch, aber doch deutlich vorbei. Und jetzt eine Kontersituation. Sobotka, weiter Ball. Sehr weiter Ball. Und was macht Gelios da? Und Ruven Hennings, klar, der nutzt das natürlich aus. 44. Minute, was für ein Megabock. Dene, der schon am letzten Spieltag nicht spielen konnte, auch heute von Gelios vertreten. Auwei, das sieht richtig böse aus. Zweiter Durchgang, halbe Stunde noch zu spielen, noch 2 Treffer, die Kiel erzielen müsste, um was mitzunehmen. Es sah aber nicht wirklich danach aus. Stattdessen lag das 3:0 in der Luft. Adam Bocek. Diesmal Gelios in vortrefflicher Verfassung. Kriegt er gut raus da, den Ball. Mit der linken Pranke.
Schlussphase noch einmal Holstein-Kiel. Schneller Doppelpack. Sollte her, müsste her. Aber irgendwie bekommen sie den Ball einfach nicht ins Tor hinein. Und dann endete das Ganze hier mit 0:2. Düsseldorf war die bessere Mannschaft. Kiel hat eklatante Abwehrschwächen gezeigt, vor allem beim Keeper, und verliert so. Die Würzburger Kickers haben sich um den Ertrag gebracht, den sie sich gegen Düsseldorf fast erarbeitet hätten. Ein verschossener Elfmeter in der 90. Minute kostete den ersten Saisonpunkt. Greuther Fürth, die sind hier als Gast durchaus in der Favoritenrolle. Fünfte Spielminute, die erste Möglichkeit, gehörte aber den Kickers. Die Fürther allerdings auch eben nur mit 2 Punkten in die Saison gestartet. Zweimal gab es ein Unentschieden. Würzburg spielte weiterhin sehr mutig nach vorne und das sollte sich durch Sané dann auch auszahlen. 14. Spielminute, das 1:0 für die Kickers. Verdient zu diesem Zeitpunkt. Greuther Fürth war nicht so ganz auf der Höhe. Wollte in diesem Franken-Duell erst später dann aufwachen. Jetzt aber vielleicht mal Raum, quergelegt, Ernst und Tor. So eiskalt sind dann auch die Kleeblätter. Sebastian Ernst mit dem 1:1, absolut schmeichelhaft zu diesem Zeitpunkt. Und Glück, dass es so in die Pause ging. Fürth wollte jetzt mehr und sie mussten auch mehr nach vorne liefern. Das war teilweise wirklich nicht gut. 55. Minute, Branimir Hrgota. Ob er bis zum Ende bleibt, ist auch fraglich. Hier schnuppert er am 2:1. 10 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Hrgota, und diesmal macht das. Fürth dreht die Partie durch eine ordentliche Leistungssteigerung im zweiten Durchgang und geht damit erstmal in Führung. 10 Minuten noch knapp auf der Uhr. Würzburg hatte sich noch nicht aufgegeben. Sontheimer zu Sané. Und Sané vergoldet einen super Auftritt zum 2:2, nachdem sie sich vom Trainer Schiele getrennt hatten. Ging ein Paukenschlag durch den Verein, durch die Mannschaft. Und hier hatten sie zumindest den ersten Saisonpunkt einfahren können. Für Greuther Fürth heißt es 3 Spiele, 3 Punkte, eine ziemlich mittelmäßige Ausbeute. Vor der Länderspielpause gab es dann am Montagabend nochmal ein Traditionsduell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem SV Darmstadt 98. Es war nicht von spielerischer Klasse geprägt, so ehrlich muss man sein, deswegen die erste Möglichkeit in Anführungszeichen nach 41 Spielminuten von Nürnberger. Der Ball geht dann aber auch irgendwo ins Nirgendwo. Viel hatte diese Partie leider tatsächlich nicht zu bieten. Im Gegensatz zu den anderen beiden Topspielen bislang war das hier eher ziemlich zäh. Kost Nürnberg war die bessere Mannschaft. Darmstadt nach vorne wirklich teilweise richtig unkreativ. Und hinten musste man dann aufpassen. Wie das ist Nürnberger als defensiver Mittelfeldspieler auch bezeichnend, dass er an fast allen Offensivaktionen des Clubs beteiligt war. Aber immerhin hatten sie Offensivaktionen im Gegensatz zu Darmstadt. Wieder der Club. 4 Platz über rechts. Geis, schöner Pass, richtig getimt. Dovedan nicht im Abseits. Nikola Dovedan scheitert dann aber an Marcel Schuhn. Die mit Abstand größte Möglichkeit bis dato wird dann vergeben. Und plötzlich merkte der SV Darmstadt, oh, wir spielen ja hier Fußball, und dann endlich auch nach vorne eben Akzente, die in letzter Konsequenz aber auch verschludert wurden. Melem hier in äußerst guter Position, trifft den Ball aber nicht. Wäre auch absolut unverdient gewesen. Das letzte zeigte aber dann nochmal der SV Darmstadt. Pálsson zu Dorsun. Nathenia hält den Punkt fest. Der Torhüter, der nicht unumstritten ist, aber zumindest mal hier seiner Mannschaft den Punkt rettet. So richtig zufrieden wird man nicht sein aus klubberer Sicht. Das ist aber jetzt auch kein Weltuntergang, dieses 0:0. Für den SV Darmstadt ist es eher ein bisschen ärgerlich.
Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Leider Länderspielpause jetzt erstmal. Aber haut rein und adios.